Huhu, ihr Lieben da draußen. Jaha. Hier ist mal wieder die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Heute wieder mit einem Auswahlorakel, das zeitlos ist, an dem jeder mitmachen darf, der mitmachen möchte, egal in welcher Situation er ist. Heute haben wir das Thema. Jetzt habe ich einen Blackout. Was haben wir denn für ein Thema heute? Was stoppt dich? Genau, das hatte ich mir so, kam so rein. Was stoppt dich gerade? Ja, vielleicht hast du gerade irgendwas vor oder du merkst, es geht was nicht weiter oder du hängst irgendwie fest. Was ist das? Was stoppt dich? Was kannst du tun, um vielleicht wieder in den Flow zu kommen? Oder vielleicht ist es auch gerade wichtig, dass du stoppst, damit du dich dann konzentrieren kannst. Das ist so wie ein Stausee, ja. Manchmal ist es so, man stoppt, man wird gefüllt mit Ideen und so weiter und dann glaubt man, es geht nicht weiter, aber wenn man dann die Aufmerksamkeit auf etwas lenkt, also wenn man dann sozusagen sich auf etwas konzentriert, auf was ganz Bestimmtes, was man dann gerne leben möchte, dann wird die Schleuse aufgemacht und dann kommt das, dann ist der Flow wieder da, aber in eine Richtung. Ja, und wir haben ja hier auch einen Stausee und da kommt aus allen Richtungen, von den Bergen, kommt das Wasser runter. Also, ne? Und das muss sich ja erstmal sammeln, alles. Also alles, alle Ideen, die reinkommen, die dürfen sich ja erstmal sammeln und dann darf man sich auf etwas fokussieren. So, sowas kann es natürlich auch sein, ja. Fiel mir gerade so ein, weil ich vorhin auf den Stausee geguckt hatte. Naja, egal. Also, Babys. Ja, jetzt habe ich wieder einen Blackout. Ich habe heute wahrscheinlich eine Lesung mit lauter Blackouts. Ja, also Thema ist, was stoppt dich gerade? Ne? Wir haben in der ersten Legung, ja, im ersten Stapel, wie immer habe ich ja Tarotdecks, ne? In jedem Stapel ein Tarotdeck, haben wir das Gold Liar Tarot. Im zweiten Stapel haben wir das, habe ich die Box nicht mehr und auch nicht das Buch, das Relative Tarot. Und im dritten Stapel, da habe ich auch keine Box mehr, das El Tarot de Anatomia y Botanica Antiguas. Das gibt es auch auf Englisch, ich weiß aber nicht mehr, wie es auf Englisch heißt. Auch so kompliziert. Okay, eins, zwei oder drei, du darfst dich jetzt entscheiden, welchen Stapel du gerne aussuchen möchtest. Und währenddessen, ich glaube, ich habe gestern mal seit langem Tinto de Verano getrunken, was sowas wie Apfelschorle ist. Apfelweinschorle, aber eben mit Rotwein. Und ich bin immer noch ein bisschen betüdelt. Also, wie immer ist es so, dass ich unter der Textbox, dass ich da die Zeitmarkierungen habe, ja. Und zu den einzelnen Decks, genau. Und ich habe auch noch die Informationen zu den Tarot-Decks oder ich habe ja nachher auch noch Orakel-Decks, die ich lege und weitere Infos. Genau, jetzt mache ich mal Stopp. Ich habe hier einen Blackout nach dem anderen. Okay, dann gucken wir jetzt mal, was dich stoppt. So, ihr Lieben, vom ersten Stapel mit dem Gold Liar Tarot, dass wir jetzt mal fragen, was dich gerade stoppt. Also ich habe jetzt auf alle Fälle mein Blackout gestoppt und die Schleuse aufgemacht von dem Stauseemauer und es wird jetzt sehr konzentriert alles hineinlaufen in das Reading. So, was stoppt dich? Warum hängst du fest? Was darfst du jetzt wissen? Was ist da los? Warum geht es nicht weiter? Wie auch immer. Was stoppt? Warum ist da gerade ein Stoppschild in deinem Leben? Ja, du bringst jetzt ein Thema rein, wenn du magst, einen Bereich, weiß ich nicht, eine Situation, kannst auch ganz frei in die Legung gucken und schauen, was so aufploppt, ja. Und wenn du merkst, es ploppt nichts auf, da resoniert gar nichts mit dir, dann ist es nicht deine Legung, dann leg sie weg. Ach, heute haben wir ja hier wieder ganz schön doof. Dann leg sie weg, es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Die Farben haben den gleichen Dings wie der Tisch, ich kann gar nichts sehen. Naja, es wird schon passen. Ich gehe nochmal ein Stück höher, Leute. Sorry für die Zeitverschwendung hier, aber egal, Zeit ist relativ. Wir haben hier in der Mitte das Ass der Schwerter. Sechs der Pentakel haben wir in der Vergangenheit. Wir haben, das ist übrigens die Konzentration, von der ich gesprochen habe, die drei der Schwerter hier unten versteckt.
In deinem energetischen Feld haben wir den Turm als Herausforderung, den König der Pentakel als Weg, die Neun der Kelche und als Ergebnis oder Schlüssel den Pagen der Stäbe. Links und rechts im Rahmen haben wir den Stern, wow, und die Vier der Stäbe. Das ist aber schön. Wir haben ja eine Linie, die unheimlich schön ist. Der Rahmen und das, was da ist, also das Jetzt sozusagen, oder was, ja, was jetzt anliegt, das ist hier, die sind die drei Karten, die sind schön. Und es sagt mir auch, dass es jetzt darum geht, sich zu fokussieren, hier mit dem Ast der Schwerter, sich zu konzentrieren, also die Aufmerksamkeit auf das zu richten, um was es geht, was dich im Herzen berührt, ja, oder was deine Vision ist, sagen wir es mal so, wir haben ja auch den Stern, also so ein bisschen was so dein Wunsch ist, deine Vision, worauf du die ganze Zeit gehofft hast, darauf darfst du dich jetzt komplett fokussieren, von deinem Verstand aus, ja, mit deinem Verstand. Setz dir Aufmerksamkeit darauf, das ist ganz wichtig, weil dann kann das Ganze auch hier mit der Vier der Stäbe wirklich auch zu einer Vollendung kommen, ja. Na schön, wo man feiern kann, wo man genießen kann. So, und dann in deiner Vergangenheit ist es so mit der Sechs der Pentakel, dass du vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, die Sechs der Pentakel ist für mich immer so ein bisschen die Augenhöhe, aber auch die Erwartungsfreiheit, aber auch Augenhöhe, Erwartungsfreiheit kann auch so ein bisschen das Gleichgewicht sein. Es könnte sein, dass du in der Vergangenheit schon gemerkt hast, es möchte was in der Materie neu ausgerichtet werden, ja, neu ausbalanciert werden, also was Neues vielleicht auch materialisiert werden. Und hier unten versteckt haben wir die Drei der Schwerter, die sagt mir, dass du deinen Fokus nicht setzt darauf, dass du eher so denkst, es wird ja nie passieren, das, was ich mir wünsche oder das, was ich mir visualisiere oder das, was ich mir hier im Stern als Vision habe, das wird ja nie passieren. Obwohl du eigentlich in der Vergangenheit hier mit der Sechs der Pentakel genau weißt, das wird passieren. Also diese Sechs der Pentakel, die sagt mir, also gerade auch die Energie von dieser Karte, du bist im Moment noch so ein bisschen im Mangel, aber du weißt im Innersten, es wird passieren, aber dein anderes Inneres ist noch in diesem Mangel geschehen und glaubt, ach, ich bin ja zu blöd dazu, ich kann das nicht mit der Drei der Schwerter. Ja, da wird das, mit der Drei der Schwerter wird der Verstand, sage ich mal, zu sehr auf der Menschenebene eingesetzt. Also zu sehr mit, nenne das immer Kopfkino. Ja, da wird nicht aufs Herz gehört, da ist man im Leid, da glaubt man, das wird nie geschehen, ja. Und das ist so der Stand. Und in deinem energetischen Feld ist jetzt der Turm. Und der Turm sagt ganz deutlich, das darf jetzt aufbrechen. Du darfst jetzt in deine Selbstsicherheit gehen. Du darfst dich jetzt fokussieren. Du darfst aus dieser alten Kruste, aus diesem alten Muster, aus dieser alten Vorstellung, in der du bist, vielleicht, die aber auch im Außen sich vielleicht materialisiert hat, aus der darfst du jetzt rausgehen. Du hast jetzt den Raum, da rauszugehen. Die Drei der Schwerter ist auch eine Karte, da ist das dritte Schwert, ist für mich eigentlich immer wie das Ast der Schwerter. Das ist das Schwert der Klarheit. Ja, mit der Zwei der Schwerter ist man so im Unklaren, man weiß nicht hin, noch vor, zurück und keine Ahnung. Und das dritte Schwert ist eigentlich die Klarheit. Und du kannst jetzt eigentlich, wir haben ja auch das ist eigentlich auch das Zeichen für die Luft, du lässt deinen Gedankenblitz, deine Vision lässt du nicht wirklich zu. Ja, du bist eher so in dem alten Denken verhaftet, das klappt nicht. Das ist das, was dich stoppt, deine eigene Vorstellung oder deine eigene Idee davon, dass es nicht klappt. Ja, und du solltest jetzt aber in den Modus gehen, dass du das schaffst, dass du das materialisieren kannst. Und das ist aber die Herausforderung mit dem König der Pentakel, der für mich die absolute Materialisierung eigentlich auch ist, weil der hat sich was aufgebaut, der ist davon König, der beherrscht das in der Materie
Und das fällt dir noch schwer, da wirklich dran zu glauben, dass du das kannst, die Vision, die dann bereits in deinem Rahmen ist, die auch bereits schon eigentlich stattfindet, dass du nicht daran glaubst, dass du die materialisieren kannst. Ja. Und das sind Vorstellungen, die man hat. Das sind Glaubensmuster. Das ist hier auch der Turm, ja. Und du kannst da jetzt rausgehen und du sollst da auch rausgehen mit der 9 der Kelche, die übrigens auch in einigen Decks als Wunschkarte gedeutet wird. Das ist für mich so die Energie, man hat sich was erschaffen und kann das jetzt genießen. Man hat sozusagen einen Wunsch gehabt, der auch in Erfüllung geht. Und du darfst jetzt wirklich dich auf diesen Wunsch, auf diese Vision, die du hast, es kann was Kleines sein, ja, das kann aber auch was Großes sein, auf die darfst du dich jetzt fokussieren und aus dem Muster rausgehen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Du kannst es, wenn du daran glaubst, wenn du genau weißt, und du weißt es, dass du das materialisieren kannst und in diese Energie reingehst, in diese Energie, ich habe das, ich kann das, dann wirst du das auch leben können, ja. Und das ist diese Energie der 9 der Kelche, dass du es eigentlich schon erreicht hast. In diese Energie darfst du reingehen, das ist schon da. Ich kann es schon genießen. Ja, das war bei mir mit dem Wohnmobil auch so. Ich war so drin in dieser, oder auch als ich nach Spanien gegangen bin, ich war so in, das habe ich aber alles eher unterbewusst gemacht, ich war so in dieser Energie drin, ich bin schon da, ich lebe da schon. Es war schon gar kein Wunsch mehr, das war schon für mich eigentlich reell. Oder sagen wir so, der Wunsch war reell eigentlich, ja. Da habe ich gar nicht dran gezweifelt. Ich wusste halt nur noch nicht, wie ich es umsetze, aber dass es kommen wird, daran habe ich nicht gezweifelt. So. Und das ist eigentlich dieses Schwert, dieses Ast der Schwerter, nicht daran zu zweifeln, wirklich immer zu wissen, es ist da. Es ist bereits schon da. Und wie das dann letztendlich sich zeigt in der Materie, das weiß ich nicht. Aber das wird dann schon kommen. Ja? Und das ist dann, und der Page der Stäbe sagt mir im Ergebnis, dass du neugierig sein sollst. Das ist eigentlich jetzt eher der Schlüssel auch. Also nicht das Ergebnis, sondern der Schlüssel. Du sollst neugierig sein. Also du sollst wie so ein kleines Kind dich ausprobieren. Probier dich einfach ein bisschen aus. Das wird. Fokussier dich und probier dich aus. Geh mit einem kindlichen Gemüt daran und setz nichts in. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Weder dein Wunsch, noch der Weg dahin, noch wie du das gestalten sollst, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Du kannst jederzeit den Weg ändern. Du kannst jederzeit dich neu entscheiden. Du kannst jederzeit neu wählen. Ja, und das ist eigentlich auch der Page. Der probiert sich aus, der Page der Stäbe. Der ist neugierig. Der ist voller Enthusiasmus. Der ist noch klein. Der macht vielleicht noch Fehlerchen. Fehlerchen in Anführungsstrichen. Das sind Erfahrungen, aus denen er wachsen kann. Aus diesen Erfahrungen wächst er heraus und wird dann irgendwann zum Ritter. Ja. Das ist so ein bisschen hier auch noch die Schlüsselfunktion. Es ist ganz wichtig, dass du wirklich da mit Leichtigkeit rangehst. Und du kannst es und du weißt es und es ist eigentlich auch schon da. Es ist zumindest schon in deinem Feld. Ja? Und dann kannst du das, was du visualisierst, was du gerne möchtest, was du deine Vision ist, kannst du dann hier wirklich mit der 4 der Stäbe wundervoll in die Welt bringen und mit anderen feiern und teilen und hast du nicht gesehen. Ja, und das ist letztendlich auch die 6 der Pentakel, das ist eigentlich auch eine Karte der Gemeinschaft, was heißt Gemeinschaft, irgendwie mit anderen teilen, das ist diese Augenhöhe, das sind Gleichgesinnte, ja, du weißt im Moment, du weißt eigentlich schon die ganze Zeit, es geht, aber du blockierst dich selbst und das ist das, was bei dir stoppt, weil du noch in so alten Gedankenkonstrukten hängst. Und hier geht es irgendwie auch ein bisschen darum, auf einen anderen Bewusstseinslevel zu gehen, nämlich zu wissen, dass du, ja, dass du selbst derjenige bist, der deine Welt erschafft. Ja, und das ist auch hier das Ast der Schwerter, das ist diese Fokussierung da drauf. Und der Turm ist eben dieses alte Muster, dieses alte Denken, diese alten Vorstellungen, von denen man da ausgeht.
Okay, 11 Minuten haben wir schon. Was nehmen wir denn jetzt? Wir nehmen die Crystal Daily Inspiration Cards, weil die auch so hell sind. Und fragen die mal, was da noch für ein Input kommt. Da kannst du den Stein, der dann da kommt, auch als Magic. Das ist auch nochmal cool. Das ist die oberste Karte gewesen. Die nehmen wir noch mit. Habe ich jetzt überhaupt auf Start gemacht? Ja. Ach, ich habe die Kamera heute ziemlich blöd. Okay, also, habe ich überhaupt auf Video gemacht? Ja. Wir haben ja den Phantomquarz, den liebe ich. Den finde ich auch unheimlich schön, so von der Energie her. Das ist Embrace Change. Du sollst die Veränderung umarmen. Du sollst das, was du verändert haben möchtest in deiner Wirklichkeit, das sollst du umarmen. Das ist schon da, das willst du, ne? Das nicht mit Angst daran gehen und mit irgendwelchen Vorstellungen, sondern mit Freude, mit Gelassensein und es umarmen hier mit dem Stern auch, ja. Und du kannst dir den Stein hier als Energie gerne mitnehmen, du kannst dir den aber auch besorgen. Vielleicht unterstützt er dich ein bisschen in dieser ganzen Geschichte. Wir haben hier oben den Azurit, den finde ich ja auch spannend. Get laser focused. Ja, du sollst dich laser fokussieren. Also du sollst wirklich, das ist auch hier das Ass der Schwerter, du sollst dich fokussieren. Du sollst dich auf das fokussieren, was du materialisieren willst. Das fällt dir schwer. Du sollst es wirklich in den absoluten Fokus bringen, in die Aufmerksamkeit, dass es schon eigentlich schon da ist in deinem Feld, ja. Und den Stein kannst du dir gerne auch mitnehmen, wenn dir das so schwer fällt, Fokussierung zu gehen und in diese Aufmerksamkeit. So, was haben wir hier? Den Pyrit. Wow, das sieht ja cool aus. Ich habe mir schon überlegt, was mache ich, wenn diese Karte kommt? Das habe ich mir jetzt selbst materialisiert. Beim Mischen habe ich gedacht, was mache ich, wenn diese Karte kommt? Let the money flow in. Ja, das heißt, lass das Geld reinfließen. Vielleicht ist es bei dir auch ein Thema, was mit Geld zu tun hat. Ja, dass du dich nicht traust, diese Materialisierung zu machen. Ja, das sieht nämlich auch aus wie Gold. Oder vielleicht geht es einfach nur um den Wert oder um die Fülle. Ja, da, vielleicht glaubst du bist es nicht wert. Dann lassen wir das Geld jetzt einfach auch mal kurz weg. Also vielleicht ist es bei dir tatsächlich auch ein Geldthema, warum du das nicht umsetzen kannst. Das war bei meinem Wohnmobil ja auch so. Ich hatte eigentlich gar nicht das Geld und dann wollte ich das aber, das Wohnmobil. Und ich wusste schon genau welches und dann war das Geld irgendwann da. Es wurde mir einfach geschenkt, ja. So, und wir haben, also da geht's, das heißt hier so ein bisschen, lass das Money, das Geld in dein Feld fließen, lass es reinfließen. Also du hast auch das Geld, um das umzusetzen, wenn es da um Geld geht. Ich weiß nicht, was hier gerade für ein Verkehrsaufkommen ist. Und wenn es bei dir nicht um Geld geht, dann geht es vielleicht auch einfach um deinen Wert, ja. Dass du glaubst, du bist es nicht wert. Ja? So, dann haben wir hier noch diesen wunderschönen Labradorit. Da steht, see the magic. Du sollst die Magie auch erkennen innerhalb von dieser ganzen Geschichte. Ne? Das, was dich stoppt, ist eigentlich dein altes Muster, in dem du drin hängst, deine alten Vorstellungen, deine alte, ja, Vorstellung, vielleicht auch, dass du das alles nicht kannst. Du kannst es. Du kannst das umsetzen, was du hier visualisierst, was du hier als Vision hast, kannst du umsetzen. Das ist in deinem Rahmen. Ja, hier geht es ein bisschen nicht um die Magie, aber es geht darum, ja, schon so in die Magie zu gehen, in diese Energie reinzugehen. Ich bin das, ich kann das, ich kann das umsetzen, es ist schon da, ich fühle es schon, es ist da. Eigentlich ist es schon da. Ja, weil das zeigt mir der Rahmen, es ist eigentlich schon da. Nur greifst du es dir noch nicht. Ja, wir haben ja oft, es ist ja oft schon alles in unserem Feld, aber wir greifen es uns nicht, weil wir glauben, es ist noch nicht da. Aber es ist alles schon da, was du dir hier visualisiert hast, ist schon da. Und du traust dich nicht, dir das in die Materie zu holen oder dir einfach zu nehmen. Ja, und das hat was mit Wert zu tun. Es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass du glaubst, du hast nicht das Geld. Lass dich einfach mal fließen. Öffne dich und
öffne dich diesen ganzen, dieser Möglichkeit, ja, und lass es fließen. Und gleichzeitig fokussiere aber diesen Fluss, das ist dieser Stausee, von dem ich geredet habe, und fokussiere dich auf diese Vision. Und dann kannst du diesen Stopp lösen. Es geht hier wirklich, du knockst dich gerade selbst aus, letztendlich. So, das ist die Legung. Spür hinein, ob das deine Legung ist. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Falls du eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWürk.com, das ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Streamer. Und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder auch ansprechen in Form von Sprachnachricht. Yeah! Ich danke dir fürs Mitmachen. Ich wünsche dir alles Liebe. Das wird gut, es wird gut, es ist schon gut. Tschüss! Ihr Lieben, vom zweiten Stapel mit dem Relative Tarot. Yes, das fragen wir jetzt mal. Was da bei dir so los ist, was stoppt dich gerade, was hält dich gerade ab von dem, was du vielleicht machen möchtest, was du als Vision hast, was du gerade unternehmen möchtest. Hier ist heute auch eine Riesenunternehmung, hier fahren ständig Autos hoch und runter. Vielleicht liegt es daran, dass wir heute Romeria haben, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bringst du jetzt, wenn du magst, bitte ein Thema rein, einen Bereich, eine, was denn sonst noch? Situation, genau. Oder gehst ganz frei in die Legung, kannst du natürlich auch machen. Wichtig ist, dass du genau hineinspürst, ob das die Energie von deiner Legung ist, von deiner Situation, von dir, von was auch immer, ob du hier mit in Resonanz gehst. Und wenn das nicht so sein sollte, haben wir auch wieder Karten, die ich kaum sehe, dann leg die Legung bitte weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Ach Leute, ich glaube, ich kann noch ein Stück hoch. Ich hoffe, dass man jetzt was sieht. Okay. Das ist immer so blöd bei diesen riesen Karten, die dann auch noch so hell sind. Dann sehe ich nicht den Unterschied zwischen dem Tisch und den Karten und überhaupt. Und tralala. Wir haben hier die zwei der Schwerter, die eine Relation hat mit der... mit... der Judgment, der, ja gut, ich habe das hier, glaube ich, mit der Gerechtigkeit. Die Elf ist die Gerechtigkeit und die Zwei ist die Hohepriesterin. Und den ganzen Zweiern. So, das ist das Jetzt. Wir haben das Universum in deiner Vergangenheit. Wow. Wir haben die Neun der Kelche hier unten versteckt. Genau andersrum wie in der ersten Legung. Wir haben die Zwei der Kelche in deinem energetischen Feld. Hier geht es um eine Begegnung. Wir haben die Sonne in der Herausforderung, die Königin der Kelche als Weg und den Magier, wow, als Ergebnis. Wir haben hier einige große Arcana-Leute, die Ass der Pentakel und die Ass der Kelche. Also hier geht es, glaube ich, um eine Begegnung. Hier geht es um eine kleine Liebesgeschichte mit dir selbst oder mit einem Menschen, vielleicht auch einfach nur um eine Partnerschaft. Hier geht es, glaube ich, schon echt um eine Begegnung. Das sagen mir hier einige Karten, die materialisiert wird, ja, die jetzt in die Materie gelebt werden möchte. Und das ist aber auch schon in deinem Rahmen, das heißt, es ist schon da. Ja, hier ist Liebe, hier ist Liebe, die gelebt werden möchte, in welcher Form auch immer das jetzt ist. Ja, oder eine Sympathie oder eine Begegnung. Und das war in der Vergangenheit ist es schon so gewesen, dass das schon eigentlich vollkommen ist. Also hier ist eigentlich schon alles, hier ist eigentlich alles gut. Hier ist im Prinzip alles gut. Hier geht es um eine Begegnung oder um dich selbst. Das ist alles gut. Hier mit der, das ist eigentlich schon in der Vollkommenheit, was heißt Vollkommenheit, in der Vollendung. Ja? Wir haben ja die Welt, wir haben ja den Gehängten und wir haben die Herrscherin. Der Gehängte sagt mir, dass hier vielleicht alles erstmal in der äußeren Welt vollkommen aussieht, aber dass es vielleicht noch nicht sich so richtig vollkommen anfühlt. Also hier ist noch was,
wo noch was aus diesem, was du dir bereits in der Vergangenheit schon geschaffen hast, zu deinem Thema, hier darf noch was mehr werden, hier darf noch was, das sagt mir auch die Neun der Kelche, hier darf noch was besser werden, hier darf was neu wachsen, hier darf was neu geschehen, ja. Und da in diesem, dass aus dem, was du dir erschaffen hast, was Neues entstehen darf, das sagt mir übrigens auch die Neun der Kelche, da hängst du fest. Also dass aus dem, du stehst gut da in der Welt, das ist alles super, wahrscheinlich, hier geht es wirklich auch um was, entweder was Kreatives oder um was mit Liebe oder Partnerschaft zu tun hat. Kann natürlich auch im beruflichen Bereich sein. Ne? Du bist eigentlich im Flow, es ist alles gut, aber da möchte aus dem, was du bereits erschaffen hast, was Neues wachsen. So, das sagt mir hier auch die Neun der Kelche. Ne? Du bist gerade noch in deinem Genuss von dem, was du dir bereits erschaffen hast, aber hier mit der 18, das ist der Mond, und der 9, das ist der Eremit, ja, da bleibst du jetzt erstmal kurz hängen. Das ist auch okay, dass du das genießt. Das ist auch, aber es möchte scheinbar was noch weiter wachsen, was aus dem, was du dir bereits erschaffen hast oder was bereits in dein Leben gekommen ist, sagen wir es mal so. Und mit der zweiten Schwerter ist es so, dass du gerade nicht, das ist ja die Dualität, ne? Du bist so ein bisschen im Ungleichgewicht. Du blockierst dich eigentlich selbst, die zwei der Schwerter, die zwei Schwerter kreuzen sich hier genau auch über dem Bereich des Solarplexus und des Herzens, ja. Also dein Verstand knockt dich so ein bisschen aus. Du möchtest eigentlich mit der Judgment-Karte komplett was dich neu gebären innerhalb von der Situation, ja. Die Karten stehen alle auf grün. Aber du knockst dich noch selber aus. Und ich glaube, du hast Angst mit der Sonne. Was haben wir denn hier noch? Die Sonne, das Schicksalsrad, ja, und den Magier. Ne? Magier und Sonne haben wir hier. Sie haben eine Relation. Und das sind ja auch die Asse. Wir haben ja hier auch zwei Asse. Ja? Du hast Angst. Wieso ist das 19? Ja, doch. Du hast Angst, aus dem rauszugehen, was du dir bereits erschaffen hast, und wirklich aus dieser Basis nochmal was Neues entstehen zu lassen, das fällt dir schwer. Ja. Und dann, das ist dann vielleicht nochmal eine neue Ebene, eine ganz neue Ebene, vielleicht auch eine neue Bewusstseinsebene. Und vielleicht auch nochmal eine ganz neue Lebensbühne, eine ganz neue Lebensgeschichte, die hier gelebt werden möchte. Und da hängst du jetzt aber noch, da bist du noch, da knockst du dich gerade selber aus mit deinen Zweifeln, würde ich fast sagen. Und der Weg, in deinem energetischen Feld haben wir ja die zwei der Kelche, ja, die genauso wie die zwei der Schwerter die gleichen Relationen hat, also zwei Zweien. Hier geht es um eine Begegnung. Hier geht es vielleicht auch um die Begegnung mit dir selbst oder um die Begegnung mit irgendwas, was dir gut tun könnte, wo du in den Flow kommen könntest. Das kann, wie gesagt, auch zu 50% sogar auch eine Liebesgeschichte sein. Und du knockst dich selber aus mit deinen eigenen Zweifeln und du traust dich nicht, auf diese neue Lebensbühne zu gehen. Dich zu zeigen, in diese Veränderung reinzugehen, in die Magie reinzugehen, hier auch mit dem Magier. Wir haben ja hier auch die Eins. Also wirklich diesen Schritt zu wagen. Und die Königin der Kelche sagt, geh ins Fließen. Die Königin der Kelche, das ist der pure Fluss. Das ist nicht so, wie ich vorhin am Anfang gesagt habe, der Stausee, wo dann die Staumauer geöffnet wird und dann kommt so ein Strahl raus, der fokussiert ist. Die Königin ist eigentlich der See, beziehungsweise die Königin ist, die Königin der Kelche ist nicht nur der See, sondern auch die ganzen Zuflüsse zu dem See. Ja, die ist ständig in Bewegung, die ist im Fluss, die vertraut, es wird alles gut, ja. Und die liebt. Die ist pure Liebe.
Vielleicht sogar noch mehr wie das Ast der Kelche, weil das Ast der Kelche ist einfach nur eine Veränderung, in diesen Flow zu gehen. Aber die Königin der Kelche ist der Flow. Ja? Und manchmal stoppen wir uns selbst und du stoppst gerade diesen Flow, weil du stoppst dich gerade selbst, indem du nicht weitergehst in dem, was du bereits schon dir lebst. Ja? Da gehst du nicht weiter. Und das ist der Stopp. Das ist dein Zweifel. Vielleicht auch dein Zweifel, das ist ja schon alles gut, das ist, kann ja nicht noch besser werden, so ungefähr, ja. Könnte ja auch sein. Es muss ja nicht immer alles negativ sein. Es muss ja nicht den allen Menschen immer negativ gehen. Also hier ist eigentlich schon alles gut. Hier ist schon alles wunderbar gelebt. Man ist in seiner Komfortzone, auch auf der emotionalen Ebene. Man genießt, man hat es eigentlich erreicht, was man erreichen wollte. Aber dein Leben möchte weiter. Nochmal eine, hier haben wir eine Leiter, nochmal eine Sprosse, ich sage jetzt mal nicht höher, sondern in ein anderes Feld. Nochmal eine, dein Leben möchte was Neues erleben, es möchte nicht da stehen bleiben, wo es gerade ist, könnte man auch so sagen. Und da blockierst du dich gerade selbst, weil es ist ja so schön da, wo ich bin. Und ich weiß ja, wie es da ist und ich muss mich da nicht neu probieren. Aber da, wo du bist, fließt du scheinbar nicht wirklich. Da steht das Wasser. Das ist wie ein See, der steht. Aber viele Seen sind ja so, dass sie Zuflüsse haben und dass dann immer Bewegung ist. Das ist ein See, der steht. Das ist wie so eine Pfütze. Ja, die steht. Die kann irgendwann umkippen. Es gibt so Seen, die stehen, da gibt es keine Zuflüsse und so, und die können irgendwann umkippen. So. Das hatten wir hier bei unserem Stausee auch, weil es zwei Jahre nicht richtig geregnet hat und der Zufluss nicht kam und der wäre beinahe umgekippt. Und das, da bist du jetzt gerade. Da kann alles umkippen irgendwann, weil du da festhängst. Neue Lebensbühne, geh in den Flow und dann kommst du in, dann wenn du in diesen Flow gehst, dann spürst du die Magie des Lebens und dann hast du auch den Willen, wieder nach vorne zu gehen, dass die Eins, die geht in die Veränderung. Hier haben wir ja auch wieder die Sonne und das Schicksalsrad, was ja die Veränderung ist. Und wir haben hier die zwei Asse. Ja, also du knockst dich gerade selber aus, weil du da gerade dich so wohl fühlst, wo du bist. Und du, der See, also da, wo du bist, das wird irgendwann umkippen, weil es kein Flow mehr drin ist, weil da kein Flow drin ist. Ja? Also, das ist das, warum es gerade nicht weitergeht. Aber du willst, glaube ich, auch gerade gar nicht, dass es weitergeht, weil du ja eben dich wohlfühlst. Ne? Aber ich glaube trotzdem, dass du spürst, es darf weitergehen, weil wir hier auch die Sterne im Hintergrund haben. Und Sterne bedeuten für mich auch immer, dass eine Vision, also da ist schon eine Vision, da ist schon eine Bewegung. Ne? Aber du lässt sie gar nicht erst zu. Das ist der Stopp, du knockst dich selber aus. So, was legen wir jetzt? Ach, hier ist wieder alles verrutscht, Leute. So, jetzt haben wir hier die Riesenkarten von dem Vintage Wisdom Oracle Deck. Was wir jetzt einfach mal fragen, ob es hier noch einen kleinen Input gibt. Genau. Okay, was haben wir hier? Wir haben Nature. Und wir haben Hundegebell, was auch Natur ist. Nature, die Natur. Protection. Und Harmony. Ja, das ist jetzt interessant. Die Protection ist eigentlich eine Karte, da geht es darum, dass man geschützt ist. Dass man beschützt ist. Aber ich lese die jetzt anders, weil die genau hier liegt, wo eigentlich was materialisiert werden möchte, was Neues. Du bist gerade, also du schützt dich gerade davor, auch hier mit den gekreuzten Schwertern, den Weg, also du bist, für dich ist das wie so eine Schutzfunktion, dieser Stopp. Ja, weil du Angst hast vielleicht, es könnte, du zweifelst sehr daran, dass das gelingen könnte. Das Leben noch besser zu haben, ne, als es bereits schon ist. Die Natur sagt mir so ein bisschen, der Mond ist so schön,
dass man vielleicht wirklich auch ins Gelassensein, du solltest ein bisschen, das ist auch die Königin der Kelche, ein bisschen mehr ins Gelassensein gehen und die Dinge einfach entstehen lassen. Wir haben ja hier bei der Universe auch die drei mit drin, die eben die Empress ist. Und die drei an sich ist ja auch eine Karte, die vorwärts, wo es ein wie heißt das auf Deutsch, Progress gibt, also einen Fortschritt. Und ich glaube, du solltest dich jetzt einfach der Sache mal hingeben, die Dinge geschehen lassen. Hier geht es gar nicht darum, jetzt in die direkte Aktion zu gehen, sondern einfach nur in den Flow, ins Urvertrauen. In dem Wissen, das wird alles richtig, die Veränderung wird gut. Also hier geht es nicht darum, wirklich auf die Lebensbühne zu gehen oder auf die neue Ebene zu gehen, sondern einfach nur diese Schwerter, die dich gerade, also der Verstand, der dich gerade ausnockt, zur Seite zu legen, in den Flow zu gehen und die Dinge geschehen zu lassen. Und dann kannst du dir eine ganz neue Welt erschaffen, die noch besser ist als die jetzige Welt. Ja? Und die Harmonie, da war eine Geschichte dahinter, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, da ging es um den Klang des Universums. Und den hört man nur, wenn man wenn man in der Ruhe ist, im Gelassensein hier mit der Natur und auch der Königin der Kelche. Und wenn du dich mal zurücknimmst, wenn du mal rausgehst aus den Zweifeln, ich meine, wir haben ja auch die Elf, was ja eben auch die Justice-Karte ist, wo es ja auch um Gleichgewicht geht, und in die Balance gehst, versuch dich einfach mal zurückzunehmen aus allem, aus deinen Zweifeln und einfach mal bei dir zu sein. Und dann hörst du das Universum oder dein erweitertes Selbst, dann weißt du genau, dann hörst du den Klang, wie dein Leben, was dir dein Leben jetzt sagt, wie dein Leben jetzt auszusehen hat. Und das ist einfach, sich zu trauen, auf eine neue Ebene zu gehen. Mit dir selbst, mit einem anderen Menschen oder mit irgendetwas, was du dir hier so wunderbar schon kreiert hast. Ja, darum geht es. Wow, das ist eigentlich eine total schöne Legung, weil es ist so selten, dass es jemandem gut geht. Und dir geht es gerade tatsächlich gut. Nur wenn du jetzt nicht aufpasst, kippt alles um. Ne, wie so ein See umkippen kann. Und deswegen, geh raus aus deinen Zweifeln, öffne hier die Schwerter, öffne dein Herz, geh in den Flow, trau dich auf die neue Ebene zu gehen. Geh einfach ins Urvertrauen, geh ins Gelassensein. Geh raus aus deinem Schutzmechanismus und hör den Klang deines Lebens, deines Seins. Was möchte es dir mitteilen, wo das Leben jetzt hin möchte? Welches Spiel jetzt gespielt werden möchte, sozusagen? Das ist die Legung. Genau, spür hinein, ob das deine Legung ist. Wenn ja, freue ich mich. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Falls du eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, auch astrologische Readings mache ich, dann darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWürk.com, das ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Streamer. Und du darfst mich über eine von diesen anschreiben oder auch ansprechen in Form von Sprachnachricht. Yeah! Ich danke dir fürs Mitmachen. Ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss. Ihr Lieben vom dritten Stapel mit dem Tarot de Anatomia y Botanica Antiguas, also dem Tarot der Anatomie und Botanik, der antiken Anatomie und Botanik. Ach Gott, was für ein langer Name. Das fragen wir jetzt mal. Was dich gerade stoppt, was hält dich gerade auf, was ist da los, warum geht es nicht weiter, muss es da soll es überhaupt weitergehen, vielleicht soll es auch gar nicht weitergehen, was ist hier los, ne? Du bringst bitte, wenn du magst, dich selbst rein, deinen persönlichen Weg oder eine Situation, einen Bereich, oder gehst eben frei in die Legung, guckst, was aufploppt, schaust bitte genau hin, spürst genau hinein, ob es deine Legung ist, ob es die Energie von dir ist, ob du damit resonierst, was auch immer. Wenn es nicht so ist, leg sie weg, die Legung. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Oh, wir haben hier zwei Karten. Wir wollen die unterste. Die oberste legen wir mal hier hin. Vielleicht brauchen wir sie noch. Wir haben hier den Tod. Nee.
Das Gericht, sorry. Ich muss mich erst an die Karten gewöhnen. Ich habe die schon lange nicht mehr verwendet. Das Gericht in der Mitte. Wir haben die 10 der Elixiere, das sind die Kelche in der Vergangenheit. Wir haben den Teufel hier unten versteckt. In einem energetischen Feld haben wir die 6 der Stäbe. In der Herausforderung haben wir die 8 der Stäbe. Wow, das ist sehr geil. In deinem Weg haben wir die 4 der Elixiere, der Dings, der Kelche. Und in deinem Ergebnis haben wir die 7 der Münzen. Also es ist, glaube ich, eine ähnliche Legung wie in der zweiten Legung. In deinem Rahmen haben wir den Palo ist Stäbe, den Ritter der Stäbe und den Narren, den ich hier übrigens sehr geil finde. Hier will was Neues gelebt werden, das ist ganz, ganz klar. Wir haben hier die Justice-Karte, die Judgment-Karte. Nee, Justice ist das. Nee, Conio. Russio, ja. Aber es ist die 20, also es ist, das ist die, wie nennt sich denn das? Die Auferstehung, also das jüngste Gericht, genau. Also hier möchte wirklich was auferstehen, hier möchte was ganz Neues gelebt werden, hier möchte eine Neugeburt stattfinden, das wird auch im Rahmen angezeigt mit dem Ritter der Stäbe und dem Narren. Ja, hier möchten ganz neue Wege gegangen werden. Das ist bei dir im Moment dran. Und eigentlich ist es so, dass du... Ich glaube, es ist ein bisschen so von der Qualität her ähnlich wie in der zweiten Legung, weil wir haben ja in der 10. Wir haben ja in der Vergangenheit die 10. Elixiere, die ja davon spricht, dass es einem eigentlich gut geht auf der emotionalen Ebene. Eigentlich geht es dir gut auf der emotionalen Ebene. Aber es ruft hier was nach was, es ruft etwas nach was Neuem. Und hier ist eigentlich kein, ich sehe hier eigentlich keinen Stopp. Bei dir ist allerdings so ein bisschen auch die Komfortzone da, ne? Also du fühlst dich wohl, wo du bist. Sagen wir es mal so. Du fühlst dich wohl, wo du bist. Das ist alles super, aber es ruft, dein Leben ruft immer wieder, hey, geh einen anderen Weg, geh was ganz Neues, probier dich aus, sei abenteuerlustig, geh ganz neue Wege, geh vielleicht auf Reisen, kauf dir ein Wohnmobil und geh auf Reisen. Könnte zum Beispiel so sowas sein hier mit dem Ritter, der Stäbe und dem Narren, ja, es muss jetzt nicht so sein, oder zieh um, oder der ist in Bewegung, der ist sehr in Bewegung und der Naja auch, der probiert sich ganz neu aus, vielleicht geht's ja auch um was Berufliches, wo was ganz Neues gestartet werden möchte. Und aber du bist halt so, du fühlst dich wohl, wo du bist. Und der Weg ist ja eben auch aus dieser Komfortzone rauszugehen. Das heißt, du bist schon noch auch ein Stück in einer Komfortzone. Und du traust dich nicht, die Möglichkeiten, die da sind, zu ergreifen und wirklich in die Materie zu bringen und den Weg zu gehen hier mit der 7 der Münzen. Ja, du traust dich nicht. Aber es möchte jetzt was ganz Neues in deinem Leben erwachen. Was ganz Neues. Du darfst dich jetzt komplett neu gebären in einem Thema, in einem Bereich, in einer Situation, vielleicht aber auch komplett auf einen neuen auf eine neue Ebene zu gehen. Das ist auch hier im Feld mit der 6 der Stäbe, die ja immer davon spricht. Es ist eigentlich alles gut. Es ist gut. Mach weiter so. Es ist gut. Du wirst Erfolg haben. Erfolg in Anführungsstrichen. Ne? Es wird dir gut gehen. Das ist in deinem Raum, dass es dir gut geht. Also wenn du jetzt in die Veränderung gehst, wenn du jetzt was Neues startest, wenn du jetzt was ganz Neues startest, was du gar nicht kennst, wo du aber eigentlich schon ein bisschen neugierig drauf bist. Also die Neugierde ist schon da. Du bist neugierig, was Neues zu machen, was aber komplett anders ist, was das, was du kennst und wo du dich wohlfühlst und wo es dir ja gut geht. Und du bist so, ja, du traust dich noch nicht so ganz, wirklich das zu ergreifen, weil die Möglichkeiten sind auch da, dieses Neue zu starten. Es ist nicht so wie in der ersten und zweiten Legung, dass du dir das, in der ersten war das sehr stark, wo das erstmal wirklich materialisiert werden durfte. Es ist eigentlich schon da. Du brauchst dir nur diese Möglichkeit zu nehmen und dich zu trauen. Hier geht es um das
trauen, aus der Komfortzone rauszugehen und sich zu trauen, weil du hast eigentlich alles, um das umzusetzen, was hier umgesetzt werden möchte, was hier ganz komplett neu gestartet. Hier geht es um einen ganz kompletten Neustart. Das ist so ähnlich, wie als ich nach Spanien gegangen bin zum Beispiel. Ja, das ist als ich hier ankam mit dem bisschen, was ich noch hatte, weil alles andere habe ich abgegeben, habe ich mich wie, das ist meine zweite Geburt. Ja, so was ist das hier. Es kann was im Kleinen sein, es kann aber auch was im Großen sein. Ja, und du in deinem Feld haben wir die Sechs der Stäbe, die sagt, das ist alles gut, geh den Weg, das wird gut. Das ist, hier unten haben wir den Teufel. Ja, und du glaubst, der Teufel ist in dem Fall für mich so ein bisschen der Trickser, also du glaubst, das ist wie so eine Verführung. Du glaubst nicht wirklich dran, dass da was draus werden könnte. Weil es ist schon da und du kennst es auch. Du weißt auch, um was es geht. Es ist nicht so, dass es noch nicht da ist und dass du nicht weißt, um was es geht und dass du dir das erst visualisieren willst. Es ist schon da, du weißt, um was es geht. Also das ist eine Legung für die Leute, die wissen, um was es geht, die aber nicht aus ihrer Komfortzone rausgehen. Und du stoppst dich gerade selbst, weil du nicht aus deiner Komfortzone raus willst, aus dem, wo es dir gut geht. Aber das ist der Weg, da rauszugehen. Und dann können ganz, ganz neue, wundervolle Dinge in der Materie wachsen und auch geerntet werden, ja. Das ist eine leichte Legung hier, die ist wirklich easy. Ich weiß, wie schwer das ist, aus der Komfortzone zu gehen. Ich habe das schon mehrmals gemacht, jetzt hänge ich ja schon wieder in der Komfortzone. Eigentlich könnte das auch eine Legung für mich sein. Ich hänge schon wieder in der Komfortzone, ich weiß aber gar nicht, also ich wüsste jetzt gar nicht, wo mein Weg jetzt hingeht. Ich hänge hier halt, will aber gar nichts anderes. Sondern das ist nochmal ein bisschen anders wie hier, weil hier weißt du, es gibt Möglichkeiten, was ganz Nagelneues zu starten, was du eigentlich auch starten möchtest. Aber du trickst dich gerade selbst aus, indem du dir sagst, oh ja, ich fühle mich ja hier wohl in meiner Komfortzone. Mir geht's doch gut, was soll ich was Neues starten? Aber dein Leben möchte Abenteuer. Dein Leben möchte, dass du in dein Urvertrauen gehst. Dein Leben möchte eigentlich, dass du das Leben mehr spielst. Im Moment hängst du in einer Sicherheitskomfortzone, einer emotionalen hauptsächlich, aber das Leben möchte, dass du ein bisschen mehr spielst. Dass du auf die Spielebene gehst. Auf die Ebene, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es weitergeht, aber ich bin gespannt, wie es wird. Das ist wie wenn du, jetzt kommt hier schon wieder ein Traktor, also heute ist was los hier. Nee, es ist ein LKW gewesen. Also manchmal weiß ich nicht, ich wohne hier an einem Feldweg. Ja, aber manchmal glaube ich, ich bin hier an der Autobahn. Okay, also hier geht es wirklich darum, das Leben noch viel mehr zu spielen. Das sagt mir auch die Acht der Stäbe. Die ja eben bedeutet, hier sind ganz viele Vielfalt. Hier ist Vielfalt. Hier ist Vielfalt, die aber trotzdem auch eine sich, also die Acht ist ja eine Harmonie. Du bist in der Harmonie, dir geht's gut. Und aus dieser Harmonie heraus, aus diesem Gutgehen heraus, kannst du das Leben jetzt spielen. Und das ist eine ganz neue Ebene, wo du jetzt hingehen kannst. Eine ganz neue Spielebene. Du kannst dich ausprobieren, du kannst neue Dinge entdecken, bleibst aber trotzdem sicher. Ja, das ist so geil eigentlich. Das ist eine schöne Legung. Und du trickst dich gerade selber aus und das, was du machst, ist, dass du dich selbst gerade... Du bist selbst dein Stopper, ja. Hier ist keine Außeneinwirkung, gar keine. Ja, was haben wir hier eigentlich noch für eine Karte gehabt? Den Turm, das finde ich jetzt spannend. Das war ja hier mit, ich glaube, die lagen doppelt. Das ist eben die Komfortzone. Da darfst du jetzt rausgehen aus deiner Komfortzone. Genau. So, sieht man das noch? Nee, ist jetzt auch wurscht. So, was legen wir jetzt hier noch? Was legen wir noch? Ich habe keine Ahnung, Babes. Ach, diese Karte geht mir auf den Sack. Warte mal. Ich habe ja jetzt das Shaman's Oracle, was ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr verwendet habe. Wo ich aber so dachte, das passt jetzt gut. So ein bisschen vom Äußeren. Das fragen wir jetzt mal, ob es hier noch einen Input gibt. Ich muss da wahrscheinlich ins Buch gucken, weil ich das jetzt, das liegt so in der hintersten Ecke von meinem Fach.
versteckt, obwohl ich jetzt gar nicht mehr so viele Decks habe, weil ich ja ausgemistet habe. Denser Frustration haben wir hier noch. Also, wir haben hier den Schamanen der Tradition. Das sagt mir so ein bisschen, wenn ich Schamane und Tradition verbinde, weil Schamanismus ist für mich mittlerweile auch, ich habe das ja früher selber ein bisschen gemacht, fand ich voll spannend, mittlerweile auch eine uralte Tradition, die wunderbar ist, aber die gar nicht mehr in die heutige Zeit passt. Das erinnert mich so ein bisschen an den Hierophanten von der Energie her. Und du bist jetzt vielleicht gerade wirklich noch in so einem, das könnte jetzt eigentlich mehr hier unten hinpassen, in so einem, ja, dir geht's gut, ne? Du bist noch in so einem traditionellen Ding drin und das, was hier eigentlich gelebt werden möchte, ist natürlich eine Innovation, ne? Weil wir haben ja hier den Narren, der ja auch der Uranus ist und die Uranus-Energie ist immer was neu, also eine ja, es ist was komplett Neues. Das hat mit der Tradition gar nichts zu tun, ja. Und du darfst jetzt so ein bisschen aus dieser Tradition rauszugehen, in der du bist, die eben auch, der Schamanismus ist ja auch was intuitiv ist, was, ja, irgendwie weiß ich nicht. Also es sagt mir schon, das geht hier so um ein Festhängen in etwas, was einem gut tut, was man kennt, ne, und man traut sich nicht raus, in das Neue zu gehen und der Inspiration zu folgen, die eigentlich der Nah hier auch wiedergibt. So, wir haben den Dancer of Beginnings. Wow, hier geht es um den Tänzer des Beginns. Und das ist für mich der Nah. Den lege ich jetzt mal hier hin. Und das ist auch ein bisschen, das passt aber auch hier hin zum Ritter der Stäbe und auch zu den Acht der Stäbe. Also hier möchte das Neue getanzt werden. Ja, und du weißt eigentlich mit dem Schamanen auch, dass du rausgehen darfst aus diesem Alten. Der Schamane weiß ja. Ne? Du weißt es. Auch hier haben wir wieder so eine Legung, du weißt es. Was haben wir hier oben gehabt? Den Dancer of Frustration. Ja, du tanzt natürlich immer noch die Frustration hier mit dem Turm. Also dir geht's gut, aber du weißt, da will was Neues und das frustriert einen ja so ein bisschen. Du darfst dich jetzt aus dieser Enge, die beiden passen hier zusammen so ein bisschen, und aus dem Turm raustanzen. Das darf jetzt, tanzen ist ja auch eine Bewegung. Tanzen ist, ja, und der Turm, der will ja auch aufbrechen. Also da, wo du drin hängst, was dir zwar gut tut, aber was dich vielleicht ein Stück weit auch frustriert, da darfst du dich jetzt bewegen. Das darf in Bewegung kommen. Das darf, die Frustration oder dieses Enge darf weggetanzt werden. In das Neue darf getanzt werden. Das passt jetzt total gut, ja. Und wir haben den Tänzer, wow, wir haben ja lauter Tänzer, den Tänzer der Freude. Ja, und das liegt hier beim Narren und auch bei der Sechs der Stäbe. Also wir haben hier drei Tänzerkarten und eine Schamanenkarte. Und der Schamane ist für mich schon so eine feste, sehr enge Energie, die zwar auch angebunden ist, aber die eben in der Tradition festhängt. Das passt sehr gut, Schamane der Tradition. Und der Tänzer sagt mir, hier möchte eine Bewegung rein, hier möchte was Neues rein, hier möchte eine Inspiration rein, hier möchte ein Neubeginn rein, hier möchte viel mehr Freude rein. Vielleicht bist du gar nicht mehr so in der Freude. Und der Tänzer der Frustration sagt mir, dass du jetzt wirklich auch in Bewegung kommen sollst, damit dieser Turm hier aufbrechen kann. Der Turm deiner Tradition, der Turm der Komfortzone. Weil hier möchte was komplett Neues. Dein Leben möchte Abenteuer. Dein Leben möchte Freude. Dein Leben möchte Neues. Dein Leben möchte Bewegung. Dein Leben möchte tanzen. Darum geht's jetzt. Ja? Okay, man sieht überhaupt nichts, Leute. Ach. Okay. Das ist die Legung. Ja, mehr kann ich dir jetzt nicht geben. Okay. Also, spür hinein, ob es deine Legung ist, ob es deine Energie ist. Wenn ja, dann finde ich das wunderbar. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Falls du noch von mir eine private Lesung haben möchtest oder ein astrologisches Reading oder generell sowas wie Mentoring, Coaching, dann darfst du mich natürlich gerne anschreiben. andreawirk.com, das ist meine Webseite.
Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Streamer. Und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder auch ansprechen in Form von Sprachnachricht. Yeah! Ich danke dir fürs Mitmachen und wünsche dir alles, alles Liebe. Tanz das Leben, Baby. Ja. Tschüss.